Und nun wieder, wie David Lynch das Weihnachtsfest gestohlen hat. Hallo, ich habe ein Geschenk für dich. Einen Daumen. Nicht weggucken. Die Angst muss über dich hinwegströmen. Das verstehe ich nicht. Genau darauf kommt's an. Hast du mir einen Teller schwarzen Kaffee hingestellt? Nein. In Zukunft stellst du mir bitte einen Teller mit schwarzem Kaffee hin. Und in der Vergangenheit. Leute, warum hängt ihr vor der Glotze rum? Es schneit draußen. Wirklich? Wow, das ist wunderschön. Schon, oder? Und wisst ihr, was ein Wunder ist, Kinder? Jede einzelne Schneeflocke sieht genau aus wie die andere. Ich glaube, das stimmt nicht. Doch, das ist wahr, so wie Fingerabdrücke. Seid ihr alle fertig für die Kirche? Kirche? Bist du bescheuert? Das ist der erste Schnee des Jahres. Wir gehen Schlitten fahren. Bitte, dürfen wir, Mom? Es ist aber Sonntag und ich... Komm schon, Lois. Immerhin war Schlittenfahren die zweite Passion Christi. Geiler Scheiß, denn das ist mein Staub! Auf meinem Schlitten ist Dora drauf, weil meine Eltern ihn auf einem Flohmarkt gekauft haben. Er ist trotzdem für Jungs. Bei ihr geht's um Spracherwerb, nicht um Genderfragen. Tut mir leid, ihr Spaßsuchenden. Schlittenfahren ist hier verboten. Was? Das ist ja jetzt Quatsch. Zu viel Weichei-Eltern verklagen die Stadt, wenn sich Kinder den Finger verstauchen oder den Schädel einer Stoßstange zerschmettern. Schlittenfahren ist in Quahog ab jetzt untersagt. Das können sie nicht tun. Soweit mir bekannt ist, leben wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dachte Kevin Spacey auch. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wo ich Schlitten fahren darf und wo nicht. Ja, Sie haben recht. Alle Macht im Volke. Die ganze Welt sieht uns zu. Die ganze Welt sieht uns zu. Was war das gerade? Ist doch egal, wer als erster unten ist. Oh mein Gott! Ruf meine Mom an, ich hab mir den Schädel einer Stoßstange zerschmettert. Ja. Das ganze weiße Zeug war wirklich mal Wasser? Der Wahnsinn! Joe, worauf fährst du? Das ist eine Bettpfanne, ich hab ganz viele von denen. Du machst aus jedem Freizeitspaß ein Trauerspiel. Da bist du ja. Wo warst du bloß? Noch kurz zu Hause, um den großen Schlitten aus dem Esszimmer zu holen. Was redest du da? Wir haben keinen Schlitten im Esszimmer. Alle einsteigen! Der Esstisch ist eine Antiquität. Er ist seit 6 Generationen in meiner Familie. Das passt schon. Da wir Weiße sind, die irgendeinen Schwachsinn veranstalten, brauchen wir alle eine GoPro. Ja, geile Scheiße. Oh, wir verlieren die Spur. Wir drehen. Dad, ich hab Angst. Wir fahren rückwärts. Bin ich der Einzige hier, dem die Geschwindigkeit unheimlich wird? Peter, bist du wahnsinnig? Du hättest die ganze Familie umbringen können. Entschuldige, Lois, ich dachte wirklich, das würde Spaß machen. Wie mein Sieg beim Sexwettbewerb. Und wieder Erster. Du warst weit hinterher, oder? Ja, Peter, ich war weit hinterher. Ja, du bist voll die Versagerin. Jetzt putz mal schön ab und hol dem Meister eine Limo, ja? Hey Kinder, lasst euch diese Weihnachten verwöhnen und schreibt das Spielzeug des Jahres auf euren Wunschzettel. Den Happy Fragen Panda. Hergestellt in China hat der Happy Fragen Panda viele Fragen an euch. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wie ist die politische Einstellung deiner Eltern? Wie viel beträgt euer ungefähres Haushaltseinkommen? Alle diese Fragen und noch viel mehr. Seine Augen leuchten, wenn er happy ist und wenn Kreditkarten vor sein Gesicht gehalten werden. Halte den Happy Fragen Panda über die Tastatur, wenn Passwörter eingegeben werden und lass ihn tanzen. Ich liebe dich, Happy Fragen Panda. Upload abgeschlossen. Bestell noch heute und er wird pünktlich zum Happy American Weihnachtsfest eintreffen. 20% Rabatt für Kinder amerikanischer Regierungsbeamter. Ich muss dieses Spielzeug haben. Ist das dein Ernst? Klar ist das mein Ernst. Ich bin ein Kind und hab gerade eine Werbung gesehen. Oder möchtest du mir ein Happy American Weihnachtsfest verweigern? Aber begreifst du nicht, dass du auf diese Weise das widerwärtige Konsumverhalten unterstützt, auf dem das Weihnachtsfest aufgebaut ist? Chris, setz den Hund bitte vor die Tür. Ja, Sir. Danke, Chris. Ach, ich liebe diese Jahreszeit. Deinen totgeborenen Zwilling bewahren wir seit langem in dem vierten Strumpf auf, Chris. Die Kinder haben die Geschenke schon unter den Baum gelegt. Brian, so wie es aussieht, fehlen deine noch. Wie wir wissen, liegt der wahre Geist dieses Festes in der Freude des Gebens. Ich habe uns als freiwillige Helfer morgen im Obdachlosenheim eingetragen. Das ist euer Geschenk. Was? Letztes Jahr hast du uns ein scheiß Gedicht geschrieben und jetzt das? Ich fand dein so nett. Regt euch nicht auf. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee, Brian. Es wäre gut für die Kinder. Man weiß zu schätzen, was man hat, wenn man einem erwachsenen Mann dabei zuguckt, wie er durch das Loch in seiner Hose kackt. Dekorieren wir fertig, bevor euer Vater kommt.
Ich steck die Kanye West-Stange in die Strümpfe. Ehrlich, ich sag's euch, es geht nur um Musik und Bling-Bling und das ganze Zeug. Keiner kann mich aufhalten. Ganz egal, was ich mache, ich will einfach immer der Beste sein, weil das Beste nie genug ist. Mark Zuckerberg hat versprochen, mir 50 Millionen Dollar zu schenken, aber er hat gekniffen und jetzt bin ich pleite. Kanye ist der Beste, der coolste auch beim Feste und auch nicht der schlechteste und trägt eine coole Weste. Die Family Guy Weihnachtsfolge wird präsentiert von anthropomorphischen Zuckerstangen. Family Guy, was treiben wir da? Da kommt das Auto von Dad! Der fährt aber schnell. Kannst kaum erwarten, uns zu sehen. Lassen wir, Idioten! Und er fährt direkt in die Bar. Die liegt auf der anderen Seite der Stadt. Er hat einen Umweg gemacht, um das hier zu tun. Hey, schickes Outfit und ein elegantes Paar Schuhe. Verwendest du Adjektive nur sarkastisch? Tolle Frage, schlauer Kerl. Wo zum Teufel ist die ganze Dekoration und der große Weihnachtsbaum? Oh, da vorne ist Santa. Peter, nein, das ist ein Hell's Angel. Was willst du? Meth? Okay. Hier ist kein Weihnachtsmarkt, Dad. Du bist gut informiert, Meg. Was hast du angestellt? Es gibt keinen Weihnachtsmarkt. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, ihn wird mein ewiger Zorn treffen. Ha, du bist ein Knaller. Die Kringelschuhe sehen echt gefährlich aus. Lass mich in Ruhe. Warum nervst du nicht den Parfümverkäufer bei Macy's? Ich brauch was für die Straße, dass eine Braut von der Feuerleiter aus riechen kann. Dafür muss es eine Erklärung geben. Fragen wir den Wachmann, der alles an seinem Gürtel trägt, außer einer Waffe. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Das heißt Officer. Heißt es nicht. Sie können froh sein, dass ich Sir sage. Ja, ich weiß. Wo bitte ist der Weihnachtsmarkt? Abgesagt. Weiß nicht wieso. Mein Arbeitsvertrag hier ist nur ein ganz kurzer. Siehst du, Dad? Du bist nicht der Einzige hier, der einen kurzen hat. Das hab ich dir im Vertrauen erzählt. Daddy, wo ist Santa? Wurde er von Muslimen umgebracht? Oh mein Gott, der arme Stewie. Er ist so furchtbar enttäuscht. Natürlich ist er das. Mir geht's genauso. Warum kommt immer jemand daher und ruiniert meine Laune, wenn ich mal glücklich bin? Schmeckt Ihnen Ihr Kaffee, Sir? Ja, er ist sehr mild, aber geschmackvoll. Und was wäre, wenn wir Ihnen sagen, dass wir Ihren Kaffee mit Folgers Instant-Kaffee vertauscht haben? Würden Sie sich nicht blöd fühlen, nachdem Sie ihn gerade eben so gepriesen haben, Sie super dämlicher Vollarsch? Folgers, trinken Sie uns, wenn wir Ihnen untergejubelt wurden. Gut, du bist dran, Kleiner. Nun, junger Mann, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was ist los, kleiner Mann? Hab keine Angst vor Santa. Kommst du, es ist alles gut. Setz dich auf Santas Schoß. Oh, manche Leute verlangen viel zu früh viel zu viel von ihrem Kind. Findest du nicht, Dr. Baby Violine? Allerdings. Ist es okay, wenn ich ihn für das Foto im Arm hab? Ho, ho, ho! Natürlich! Setz dich hierher, junge Dame! Geht doch, Stewie. Vor Santa muss man keine Angst haben. Er ist nett und herzlich, er liebt dich bedingungslos und er macht alle wirklich so... Meg, was tust du da? Du bist wie Mom, wenn sie auf der Waschmaschine sitzt. Und was wünschst du dir zu Weihnachten, kleiner Mann? Alle die Klappe halten! Klappe halten! Klappe halten! Klappe halten! Was ist gerade passiert? Ich will genau das, was sie hatte. Okay, sie hatte 6 durchgebratene Burger-Patties in einer harten Taco-Schale. Oh, ich will mich nur fühlen wie sie. Okay, ich meine, ich krieg's hin, aber es ist eine merkwürdige Bestellung. Der Chef war nicht glücklich darüber. Sieht das schön aus. Ich glaube, das wird das beste Weihnachten, das wir je hatten. Freu dich nicht zu früh. So ein Geschenk für dich wie letztes Jahr konnte ich mir nicht leisten. Du magst doch Schalentiere, also habe ich dir Schildkrötentauben geschenkt. Wo hast du die her? Die habe ich von einem Forscher gentechnisch manipulieren lassen. Fliegt, schöne Schildkrötentauben, bringt Weihnachtsfreude zu allen. Raus, wir feiern den Rest von Weihnachten draußen. Raus, raus, raus! Ich habe doch gewusst, dass du wach bist. Du! Oh. Jetzt stehst du unter meiner Kontrolle, Stewie. Nein! Verdammt nochmal! Lass mich los! Was fällt dir ein? Nein, nicht! Oh, oh. Du
gut, Melvin. Saubere Arbeit, Wujo. Ausgezeichnet, Stewie. Da! Oh, war nur ein Traum. Ich brauch den Weihnachtsmann nicht zu fürchten. Wenn er wirklich allmächtig wäre, hätte er die männliche Courage, sich zu zeigen. Siehst du? Ich bälle nur die Dunkelheit an, außer mir ist niemand da. Schluss jetzt! Wo ist das Mikrofon? Zeig dich, Weihnachtsmann! Stewie, du sollst schlafen. Das geht dich doch überhaupt nichts an, Lois. Ich habe keine Lust, reinzukommen. Und ich will dich auch gar nicht hier haben. Ich freue mich so drauf, den Weihnachtsmann zu besuchen. Weißt du, was ich fantastisch finde? Von all den Einkaufszentren in unserem wunderbaren Land hat er unseres ausgewählt. Jedes Jahr wieder. Weißt du, ich meine, wer sind wir? Ich sage dir, wer wir sind. Die Glückspilze. Oh, oh. Oh mein Gott, sieh dir die Schlange an. Verdammt, es dauert ewig. Hey, warte, da ist Quagmire ganz vorne. Wir stellen uns dazu. Wartest du, er mag mich nicht sogar... Glenn? Glenn Quagmire? Wow, wow, was machst du denn hier? Oh, hi Brian. Will nur zum Weihnachtsmann, wie die anderen auch. Wow, cool, cool. Tja, dann bleiben wir einfach bei euch stehen. Wer ist der kleine Mann hier? Ist das dein Neffe? Kumpel, willst du auch zum Weihnachtsmann? Ich hoffe, du bist dieses Jahr brav gewesen. Der kleine Mann ist meine Nichte Abby, du Arsch. Ihre Haare sehen wegen der Chemo so aus. Oh, oh. Weißt du, wie schwer es war, sie zu überzeugen, so überhaupt aus dem Haus zu gehen? Oh Gott, das wusste ich nicht. Es tut mir sehr leid. Es tut dir leid? Was denn, dass du nicht ein bisschen anstehen willst und stattdessen lieber das Selbstbewusstsein eines 5-jährigen, krebskranken Kindes zerstörst? Oh bitte, ich wusste nicht, dass sie stirbt. Wer hat was von Sterben gesagt? Onkel Glenn, muss ich sterben? Nein, du musst nicht sterben. Denn wir treffen jetzt den Weihnachtsmann und der bringt ja ein neues Gehirn. Verschwinde, Brian, verschwinde einfach. Du hättest Politiker werden sollen, Brian. Jetzt müssen wir uns nochmal von vorn anstellen. So ein Scheiß, warum geht das hier nicht voran? Ist doch immer dasselbe. Ein fettes Kind hockt ewig auf dem Schoß vom Weihnachtsmann. Ja, ja. Und ich will eine Lunchbox mit Alf drauf und eine Maltafel und ein neues Uno-Spiel. Ich habe die Zieh-2-Kartenkarte verloren. Und ein Haustier, das halb Chinese und halb Häschen ist, denn das wäre schön kuschelig. Und ich könnte es Schlitzauge nennen und das wäre politisch korrekt. Tut mir leid, ihr Spaßsuchenden. Schlittenfahren ist hier verboten. Was? Das ist ja jetzt Quatsch. Zu viel Weichei-Eltern verklagen die Stadt, wenn sich Kinder den Finger verstauchen oder den Schädel einer Stoßstange zerschmettern. Schlittenfahren ist in Quahog ab jetzt untersagt. Das können sie nicht tun. Soweit mir bekannt ist, leben wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dachte Kevin Spacey auch. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wo ich Schlitten fahren darf und wo nicht. Ja, sie haben recht. Alle Macht dem Volke. Die ganze Welt sieht uns zu. Die ganze Welt sieht uns zu. Was war das gerade? Ist doch egal, wer als erster unten ist. Oh mein Gott! Ruf meine Mom an, ich hab mir den Schädel an der Stoßstange zerschmettert. Warum shoppen wir in einem Billigzentrum für Weihnachten? Weil vor der Tür der Tank leer war. Du musst die Benzinleitung reparieren lassen. Wolltest du die neue Benzinleitung oder wolltest du das Jahresabo von Quibi? Die Benzinleitung! Ich bin sicher, wir finden hier alles von Moms Liste. Sieht doch ganz gut aus. Wenn es hier kein Baby-Yoda-Spielzeug gibt, dann schwöre ich bei Gott, dass ich vermutlich... irgendwas mit Spider-Man kaufe. Bevor man in einer Billig-Shopping-Meile einkauft, muss man den freistehenden Geldautomaten benutzen, der an eine Säule gekettet ist und zu keiner bekannten Bank gehört. Gut, er braucht besonders lang, um die Karte einzulesen und klaut vermutlich die Nummer. Wählen Sie Ja, um die $15 Gebühr zu zahlen? Kein Problem. Perfekt, jetzt kann ich den Bildschirm nicht lesen, weil er zu dunkel ist. Und er gibt mir meine Karte nicht wieder. Hallo? Ja, hier spricht Peter Griffin. Nicht mehr? Danke für die Info. Gut, sind Sie fertig? Ich will das nicht! Los! Das ist genau so gelaufen, wie ich wollte. Deine Gummibärchen, wie gewünscht, nur rote. Ich hoffe, sie waren sorgfältig. Wenn ich da ein Nicht-Rotes drin finde, gehe ich sofort zu Beth. Es sind nur rote. Ich hab's zweimal gecheckt. Was jetzt? Ich will, dass sie nach Frankreich fliegen und den Franzosen sagen, dass ein gut aussehender depressiver Raucher allein nicht für einen Film reicht. Hallo, Franzosen. Ein gut aussehender depressiver Raucher allein reicht nicht für einen Film. Und eure Sirenen klingen wie Schwule, wenn sie einen Dreier machen. In letzter
letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freue ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich habe ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Weil Peter der Beste und Tollste ist und bessere Lasergeräusche machen kann als ich. Pitu, pitu, pitu. Verdammt richtig, Lois. Und er sagt das nicht nur, weil ich ihm helfe, seine Affäre zu vertuschen. Was? Carter, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Oh, oh mein Gott. Tja, auf die Plätze, fertig, furchtbar. Nein, ich verstehe, dass das blöd gelaufen ist. Du dämlicher Fettsack, wie konntest du ihr sagen, dass ich eine Affäre habe? Ich glaube, dass sie die Geschichte etwas überbewerten. Sie will sich scheiden lassen. Das ist ihr gutes Recht. Wie konntest du das Mom nur antun? Ihr wart ein perfektes Paar. Es war eine ideale Ehe. Naja, wer weiß, vielleicht ist die Trennung auch für etwas gut. Ich meine, offensichtlich hat es Probleme in ihrer Beziehung gegeben. Vielleicht brauchen sie jetzt einfach ein bisschen Zeit allein. Und der ganze Spaß, den man als Junggeselle haben kann, wie in abgefuckte, laute Bars zu gehen und nicht hören zu können, wie die mittelmäßige Braut neben ihnen Schwachsinn labert, das wird klasse. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ganz einfach, ich werde ihnen dabei helfen, Frauen kennenzulernen. Mann, meine letzte Verabredung ist 50 Jahre her. Und wo hatten sie die Braut auf der Yacht her? Kennst du den Film, in dem Liam Neeson seine Tochter rettet? Ja. Die Kleine war eine von denen, die nicht gerettet wurden. Ich esse gern grundlos angesagte Cupcakes mitten am Tag. Ist nicht wahr, ich auch. Tag, ich bin Paula. Carter, freut mich. Warum setzen Sie und Ihr Freund sich nicht zu uns an den Tisch? Peter Griffin, freut mich. Wir kommen gern rüber. Hey Mädels, das sind meine neuen Freunde. Hallo die Damen, ich bin Carter und benötige eine große Menge an Kalzium. Carter, setzen Sie sich neben mich. Oh, das macht Spaß. Wir haben Spaß. Wollt ihr was trinken? Hey, Sklave. Sklave, einen Douglas Fairbanks und Soda und drei Greta Garbos für die Damen. Wie war das bitte? Was hast du für ein Problem, du Arsch? Wieso? Gehört da jemand anderem? Kommt, Mädels, vergessen wir das Rassistenschwein. Wurden wir flachgelegt? Sie Vollarsch, die haben uns angegraben und sie haben's versaut. Jetzt müssen wir in einen anderen Club und wieder von vorn anfangen. Peter, ich will in keinen anderen Club. Ich mag solche Frauen nicht. Ich will Babs. Babs? Sie haben einen Schuppen voll solcher Beute und Sie denken an Babs? Die sieht aus wie in den Schuh reingefurzt. Ich hatte einen Moment der Schwäche. Aber ich weiß, das war ein Fehler. Ich brauche sie. Ich liebe sie. Bitte hilf mir, sie wiederzubekommen. Ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Die Bräute hätten eh nur genervt. Kein Netflix, kein Hulu, kein Amazon. Oh, mir ist so langweilig. Komm schon, Meg, du reagierst über. Die normalen Sender gehen noch. Und nun wieder Kevin Can Wait auf CBS. Nein, so wird das nichts. Okay, Leute, keine Panik. Wir machen das, was man vor dem Internet gemacht hat. Spielen wir Mensch, ärger dich nicht. So wie Mom, wenn sie dich nackt sieht? Chris, das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Dad, du musst was unternehmen. Niemand kann ohne Internet leben. Ach, du hast recht, das ist kacke. Das ist noch schlimmer, als mit Oscar Pistorius zusammenzuwohnen. Hier ist gerade besetzt. Hier ist gerade besetzt. Ich bin schuld an dem Drama. Also muss ich's wieder hinkriegen. Ich werde das Internet sein. Was redest du da bitte? Wir können alles tun, was wir im Internet geliebt haben. Wir müssen es nur ohne die Technik tun. Von jetzt an, wenn ihr etwas twittern wollt, macht ihr es so wie in der guten alten Zeit. Schreibt es auf ein Stück Papier, tackert es an einen Vogel und werft ihn vor die Tür. Sag mal, folgst du Peter Griffin auf Twitter? Nein, wieso? Ist er witzig? Nein, er wirft nur tote Vögel in den Garten. Ist der Hammer. Tolle Neuigkeiten, Chris. Ich weiß, wie ich das Beste am Internet wiederherstellen kann. Ich habe Fotos von 5 Promis, von denen du nicht glaubst, dass sie mal fett waren. Toll, die will ich sehen. Klar, Kumpel, aber zuerst musst du diese unerwünschte Pop-Up-Werbung angucken. Ich brauche keine Probiotika. Klick auf den Werbung überspringen Button. Warum sollte ich mir den Nerv antun? Das sind wirklich tolle Fotos, Chris. Nummer 3 wird dich schockieren. Okay, ich drück ihn. Oh nein, du hast daneben gedrückt und bist jetzt auf der Website von der Werbung, die noch mehr Pop-Up-Fenster hat. Das ist ein Albtraum. Verrate mir ein Promi. Kenan Thompson. Das ist keine Überraschung.
Peter, was machst du hier? Oh, ich bin heute deine Navigation. Bist du zur Arbeit? Ja. Gut, du erreichst das Ziel in 6 Minuten. Fahr einfach geradeaus. Okay, klingt gut. Also, wie geht's? Rechts abbiegen, sofort! Gott, ist ja gut, mach dich locker. Links, links abbiegen, sofort! Möchtest du ein Upgrade auf eine werbefreie Version für $4,99? Nein. Probier die neue Domino's Pizza! Hey Peter, was sind das für Typen? Nur ein animiertes GIF von schwarzen Teens, die auf eine harmlose Verarsche überreagieren. Ha, macht nicht sehr viel Sinn. Etwa so wie deine Beine? Ich geb's zu, es ist unmöglich, das Internet zu sein. Hätte ich bloß nie auf diesen Server gepisst. Wenn mein Telefon feucht wird, lege ich es einfach in einen Beutel mit Reis. Halt die Klappe, Meg, das ist dumm. Ich mach das auch, es funktioniert. Chris, das ist brillant. Wir brauchen nur einen Riesenbeutel und viel Reis. Und das soll funktionieren? Ist ein Versuch wert. Wir müssen nur die Ärmel hochkrempeln und das Beste tun, was wir können. So wie die Männer, die New York errichtet haben. Männer, ein ganzes U-Bahn-System aus dem Nichts zu erschaffen, ist aufreibend, undankbar und lebensbedrohlich. Aber vergesst nicht, wir machen das, damit eines Tages Pendler in der Zukunft von Bettlern belästigt werden und von Amateur-Breakdancern. Und von Typen, die öffentlich masturbieren? Vor allem von Typen, die öffentlich masturbieren. Und nun lasst uns unter der Erde draufgehen! Seht nur, ein Signal. Wir haben das Internet repariert. Da scheint was zu kommen. Sieht aus wie eine Werbung. Smithwicks handgemachte Brezeln. Ach, leck mich doch. Ich bin sehr froh, dass du das Internet... Warte kurz. Tut mir leid, was hast du gesagt? Ja, klingt gut. Und senden. Nimm das, Delta Airlines. Heute in der Twilight Zone. Ein Restaurant voller Menschen, die so abgelenkt von ihren Handys sind, dass sie nicht merken, dass sie bald in Schutt und Asche liegen werden. Wie das Dienstagabendprogramm bei Fox. Und jetzt nehme ich mir die Lügenbolde vor. Stewie, geh da lieber nicht rein. Stewie, nein! Ich bin David Hyde Pierce. Ich bin 2 Ebenen weiter unten, aber ich steck da drin. Da bist du ja, Peter. Geht's dir gut? Ist das deine Mutter? Wer zum Teufel sind Sie und warum haben Sie mein Baby auf dem Arm? Siehst du? Voll die Bitch, was? Mann, das wird wirklich eine witzige Geschichte sein, wenn ich sie euch beiden weit getrennt voneinander erzähle. Hey, Mom. Mom? Peter sagte, sie seien tot. Tot? Ich bin nicht tot. Ich habe mich nur von der Fuß-OP erholt. Drum habe ich ihm die Kinder anvertraut. Was ist hier passiert? Heizkissen? Das kann ich nicht glauben, Peter. Du hast mich die ganze Zeit belogen? Ich dachte, wir zwei hätten eine Chance. Und was für eine Mutter lässt ihren Mann eine Woche mit den Kindern allein? Es ist ein Wunder, dass sie noch leben. Wie war das bitte? Ich sag dir, was für eine Mutter. Die beste Mom, die es gibt. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, Becky. Dabei wollte ich nur gratis Popcorn. Auf Kinder aufzupassen ist unerträglich. Es gibt kein Entkommen, außer man lässt sie versehentlich im heißen Auto sitzen. Ich meine, dafür kommt man nicht so lange in den Knast wie für Mord, oder? Und im Gefängnis ist es bestimmt ruhiger als in deinem Leben. Egal, wenn ich was diese Woche gelernt habe, dann, dass alle Mütter Heldinnen sind. Und die größte Heldin, die ich kenne, ist die, bei der ich das Glück habe, dass sie meine Frau ist. Ach, Peter, das macht fast alles wieder gut, was du angestellt hast. Stewie, Kumpel, hab dich eine Weile nicht gesehen. Wie geht es dir nach dem, du weißt schon, Zwischenfall? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du erinnerst dich nicht mehr? Lassen Sie Stewie in Ruhe. Er ist ein guter Junge. Süß. Komm schon, Stewie, willst du drüber reden? Stewie ist im Augenblick nicht hier. Ich bin Mrs. Padbury Wilkerson. Und ich bin Boone. Ich red gern drüber, wie Papi in Mamas Eingeweiden rumgewühlt hat.
Manchmal muss man seine Alte einfach bohnen. Es geziemt sich nicht, so vor Stewie daherzureden. Er ist noch ein kleines Kind. Was heißt vor Stewie? Du bist Stewie. Stewie kann das ab. Der ist ein taffer Hurensohn. Hat dich das, was du Peter und Lois hast tun sehen, der traumatisiert? Comet der Frosch wird alle verstörenden Bilder mit ein paar schönen Regenbogen übermalen. Ich glaube, deine Psyche hat sich in multiple Persönlichkeiten aufgespaltet. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss los. Wer bist du? Ich bin der Jace-Man. Ich verpasse lila Nippel. Oh, hey, Stewie. Warum guckst du mich so fies an und schiebst mein Hemd nach oben? Au, meine Nippel! Verdammt, ich hasse den Jace-Man. Ich werfe Ihnen nicht vor, was passiert ist, Becky. Niemand tut das. Aber jemand wie Sie findet was Besseres als einen 44-jährigen tödlich verfetteten Typen. Wissen Sie was? Sie haben recht. Seit ich meinen Mann Scott verloren habe, bin ich... Die andere Mom ist weggefahren und Bonnie zerrt gerade eine Waschmaschine durch die Ladeluke raus. Das wird nie langweilig. Hey, gib mir ein Bier aus der Yeti-Box. Du weißt, dass es kalt sein wird. Mhm. Stell es dir vor. Ort der Handlung? Dripping Springs, Texas. Roy und Ryan Cedars. Brüder, die es satt hatten, dass ihre konventionellen Kühlboxen kaputt gingen, während sie an der Golfküste standen, nahmen die Sache in die eigene Hand und erschufen die Kühlbox, nach der es keine mehr geben sollte. Yeti-Kühlboxen für den Mann in ihrem Leben ohne Persönlichkeit. Na gut, ich guck mal, ob das Internet uns weiterhelfen kann. Okay, da steht's. Multiple Persönlichkeitsstörung. Siehe auch, Sockenschuss in der Kokosnuss. Klingt, als würde diese Stewie-Pfeife bald einen Herzinfarkt kriegen. Okay, hier steht, zuerst muss ich versuchen, mit der dominanten Persönlichkeit zu sprechen. Ist es Mrs. Padbury Wilkerson? Augenblick, ich glaube, Sie suchen Rick. Hi, ich bin Rick. Hey, Rick. Au, was soll das, Stewie? Ich bin Rick! Ich bin ganz normaler Typ, der gern Hunde verprügelt, weil es mir ein Machtgefühl gibt, nachdem meine Frau und meine drei Töchter mich erniedrigt haben. Halt, warte, ich will Mrs. Padbury Wilkerson wieder. Bedauere, Mrs. Padbury Wilkerson ist auf dem Klo. Dann den mit dem Seitenscheitel. Tut mir leid, aber ich muss gerade Mrs. Padbury Wilkerson beim Pullern zugucken. Kann ich mit jemand anderem reden? Ganz egal mit wem. Ich bin Gilbert Gottfried und wurde grundlos aus einem Werbevertrag mit einer Versicherung entlassen. Naja, es gab Gründe. Ach, ich bin froh, dass mein Fuß völlig geheilt ist. Es ist schön, wieder hier unten zu sein. Ja, und ich bin froh, dass unsere Beziehung stärker ist denn je und dass alles wieder normal ist. Außer, dass jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster gucke, der Anfang von Kiss Me von Sixpence None the Richer läuft. Was? Kiss Me. Darf ich das zu Lehrzwecken aufnehmen oder aus irgendeinem anderen Grund? Gern. Gut, Mrs. Padbury Wilkerson, erzählen Sie mir mehr über Stewies Problem. Es ist nichts, worüber eine anständige Dame für gewöhnlich spricht, aber ich glaube, es ist etwas, das ihr gesehen hat. Ist doch halb so wild. War nur Sex. Mrs. Padbury Winsel, wo ist nur eine prüde Kuh, die nie richtig gemolken wurde, wenn Sie wissen, was ich meine. Entschuldigen Sie mal. Ich möchte anmerken, dass ich eine Löwin im Schlafzimmer bin. Das ist lächerlich. Shh. Ich finde immer, das Beste bei multiplen Persönlichkeiten ist, sie alle zu Wort kommen zu lassen, damit sie es selber regeln. Ach, ist das wahr, kleine Löwenfrau? Ja. Ist es. Dann ziehen Sie mal die Männerunterwäsche aus und ich knatter Sie schön auf dem Therapeutensofa durch. Also, Mr. Boone, Sie sind furchtbar, nicht aufhören. Hatte ich nicht vor. Das reicht, Stewie, du drehst durch, weil du seit Tagen nicht geschlafen hast. Du bist unruhig und hast Angst. Was du in Peter und Lois Schlafzimmer gesehen hast, ist nicht das, was du denkst. Es war nur Lois, die sich die Decke genau angesehen hat, um zu sehen, wie sie gewoben ist. Und Peter hat sie nur von hinten unterstützt. Wirklich? Das ergibt Sinn. Das mag ich. Puh. Ach, ich könnte wirklich ein Schläfchen brauchen. Manchmal musst du einfach glauben, was deine Eltern erzählen. Es ist das Beste für dich. Ja, vielleicht hast du recht. Mit bloßem Auge zu prüfen, wie etwas gewoben ist, würde Stunden dauern. Dein Vater war nach 30 Sekunden fertig und hat sich entschuldigt. Halt deine teeschlürfende Schnauze, Weib. Ich will mit dieser Lüge leben. Griffin. Was machen Sie da? Hi, Preston. Schön, dass Sie da sind. Ich werde jetzt gleich meinen Trampotisch-Prototyp testen. Oh,
Die Platte muss elastisch werden. Gut, was können Sie für mich tun? Ich bedauere, ich habe schlechte Nachrichten. Es war nicht schön, das zu hören, Sir. Aber danke, dass Sie so ehrlich sind. Ich habe noch gar nichts gesagt. Stella wird 6 Wochen nicht da sein. Sie möchte sich Trauerurlaub nehmen. Ihr Ehemann ist gestorben? Okay, Peter, du hast genau 6 Wochen, um 50 Kilo zu verlieren und dich scheiden zu lassen. Ziehen wir es durch. Nein, Peter, es war Ihre Katze. Angestellte dürfen 6 Wochen ihr Haustier betrauern. Das ist unsere Art zu sagen, Ihr Tier ist tot, also danke. Habe ich das richtig verstanden? Du hast 6 Wochen frei, wenn dein Haustier draufgeht? Ja. Yeah. Mal sehen, wie lange du ohne Bremsen überlebst, Brian. Oh, Bremse kaputt. Netter Versuch, Peter. Zum Glück kann man einen Prius mit einer Hand im Wind anhalten. Hey Joe, wie oft hast du Sex mit Bonnie? Meine Krankenversicherung bezahlt einmal im Jahr für die Ausrüstung. Wieso? Lois will's überhaupt nicht mehr mit mir treiben. Ich werd noch wahnsinnig. Ach, das kenne ich. Hey Quagmire, tu mir einen Gefallen. Heirate bloß nicht. Hatte ich nie vor. Gut, tu's nicht. Hab ich nicht vor. Sehr weise. Tu's nicht. Wenn du mir sagst, ich soll's nicht tun, hat das keine Wirkung auf mich. Ich werd nicht heiraten. Gut, tu's nicht. Ich mein's ernst, diese Sexlosigkeit bringt mich um. Ich brauch irgendeinen Ausgleich. Hör zu, ich hab die Lösung für dich. Es gibt da so eine neue Telefonsexbraut und die ist der Hammer. Gott, ich weiß nicht, würde ich damit nicht Lois betrügen? Nein, ist doch nur am Telefon. Eine Nummer wählen heißt nicht eine Nummer schieben. Ja, ich kann's ja mal versuchen. Vertrau mir, Peter. Ich hatte auch recht, als ich dich zum Gynäkologen geschickt hab, oder? Ich würde gerne ein paar Vaginas sehen. Dafür sind wir hier. Kommen Sie rein. Hallöchen, Hübscher. Ich bin Chantal. Hi, Chantal. Ich bin Peter. Peter Night Shyamalan. Die nennen mich so, weil am Ende von meinem Ding eine Überraschung wartet. Oh mein Gott. Ja, hallo, Peter. Was kann ich für dich tun? Willst du Bilder sehen, die ich gemalt habe? Gern. Das bin ich auf einem Elefanten. Wow, das ist wunderschön. Hast du das wirklich ganz allein gemalt? Aha, und das bin ich auf dem Mond. Ich war da nicht wirklich, ich hab's mir nur vorgestellt, also habe ich es gemalert. Wow, du bist wirklich sehr begabt. Also, irgendetwas hast du, Chantal. Etwas Besonderes. Oh, das hast du lieb gesagt. Ich mag deine Stimme. Die klingt so, dass ich mehr von ihr hören will. Hey, willst du einen witzigen Comic sehen? Gern. Er hat Angst, weil seine Freunde in einem Kuchen getötet wurden. Und Peter, wie war dein Tag? Ganz okay. Aber ich hätte diesen Fleischkloß beim Asiaten nicht essen sollen. Der liegt mir im Magen. Nur okay? Hast du heute was Neues ausprobiert? Mit jemand Interessantem geredet? Nein, eigentlich nicht. Oh, der Fleischkloß bringt mich um. Ich fühle mich wie damals, als ich Explosivdurchfall hatte. Scheißhaus! Hallo? Hi, Chantal. Hier ist Peter. Oh, Hallöchen. Ja, ich mag's, wenn du redest. Hör mal, ich habe unsere letzten Gespräche so sehr genossen, dass ich, mir dachte, wir könnten uns vielleicht mal treffen. Aber du bist verheiratet, du hast eine Frau. Sie zeigt mir in letzter Zeit die kalte Schulter. Und alles, was ich von dir lerne, kann ich bei ihr auch verwenden. Ich halte das nicht für gut. Deine Frau zu betrügen ist ein äußerst ernstes Vergehen. Du verstehst nicht, ich muss dich kennenlernen. Ich weiß, das klingt überstürzt, aber ich fühle mich dir irgendwie verbunden. Nenn mir einfach den Ort und die Zeit und ich bin da. Du verdammtes Schwein! Okay. Wir werden uns treffen. Ja, ich hab's geschafft. Danke, Feenonkel Peter. Peter, die Kraft hat die ganze Zeit in dir geschlummert. Jetzt entschuldige mich, ich treffe mich mit Feenonkel Quagmire und Feenonkel Joe drüben in der Feenkneipe. Das klingt wie eine Schwulenbar. Es ist eine Schwulenbar.
So sieht's aus, Freunde. Ich werde sie treffen. Wen denn? Ja, wovon sprichst du? Oh, ich dachte, wir fangen in der Mitte an, um Zeit zu sparen. Die Telefonsexbraut. Ich werde die Telefonsexbraut treffen. Augenblick. Moment mal, Peter. Das würde ich nicht tun. Warte, Quagmire. Das ist eine schlechte Idee. Man will diese Telefonsexfrau nicht persönlich kennenlernen. Ich weiß, das sagte ich. Ich würde es nicht tun. Gut. Tu's nicht. Du weißt, dass ich das, von dem du mir sagst, dass ich es nicht tun soll, bereits nicht tue. Ich weiß, dass man niemanden von der Telefonsexfirma treffen sollte. Ich bin kein Idiot. Ich würde mich niemals mit so jemandem treffen. Gut. Tu's nicht. Ich muss rausfinden, ob sie in Wirklichkeit genauso besonders ist wie am Telefon. Und wenn ich immer auf euch hören würde, hätte ich nie diesen Job als Fötusvertreter bekommen. Okay, dann sehen wir uns ihr Baby mal an. Hi, er kommt gleich wieder. Er ist auf dem Klo. Wie soll ich sie überhaupt fragen? Ganz einfach. Du und ich drehen ein Video darüber, wie traurig und einsam du bist und stellen es online. Sie ist sehr interaktiv mit allen ihren Fans. Ja, ein Versuch ist es wert. Selbstverständlich. Wenn sie Ja sagt, wirst du alle überraschen, so wie du es an Silvester getan hast. 3, 2, 1! Bei manchen Tieren kriege ich einen Ständer. Wie kann es dir zu anstrengend sein, mit deiner Frau in der romantischsten Stadt der Welt einen Sonnenuntergang anzusehen? Weißt du was? Ist vielleicht besser so. Du würdest sowieso nur dran rumnörgeln. Was erwartest du, Lois? Ich wollte überhaupt nicht hierher fliegen. Ich wäre lieber zu Hause. Dann könnte ich jetzt mit Joe auf der Wippe hocken. Ja! Tja, wir hängen wohl fest. Warte, ich leere diesen Beutel aus. Ja, Igitt. Es ist verrückt. Ich habe sehr viel geschrieben. Und zwar genau an diesem Tisch. Sie sind Schriftsteller? Ich nenne mich lieber ein Beobachter. Zum Beispiel fällt mir schöner Busen auf. Wollen Sie sich hersetzen? Ein Typ mit Brille kann nicht so übel sein. Danke. Mann, ist das laut hier, was? Als die Professor Griffin gerufen haben, habe ich es fast nicht gehört. Das reicht. Ich mache dem jetzt ein Ende. Ich vernichte diese Brille und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Entschuldigt die Verspätung, ich musste in der Reinigung vorbei. In der Reinigung? Wow, da hat aber jemand Geld übrig. Ich muss sagen, ich hatte Panik wegen des Pilotenstreiks, aber jetzt, da ich ein Gigolo bin, kann ich mir das Geld überall reinschieben. Ist das ein Gigidi? Das ist ein Gigidi. Hey, Quagmire, ich habe gesehen, du hast ein paar Sachen aus der Reinigung hinten in deinem Wagen hängen. Hast du im Lotto gewonnen? Nein. Ich hoffe nur, du hast dich nicht auf diese Gigolo-Geschichte eingelassen. Prostitution ist illegal. Wow, was ist das? Haben Sie ja etwa geputzt? Ja, ich arbeite extra hart, damit Sie mich befördern. Wenn man sich ansieht, was Sie bisher getan haben, fällt es ziemlich schwer, das zu glauben. Sie können mir glauben, ich hasse es, der Fußabstreifer zu sein. Fast so sehr, wie ich es hasse, wenn Penner mich anbetteln. Ein bisschen Kleingeld? Gern. Sie haben gar nichts reingeworfen. Doch, habe ich. Ich habe Hoffnung rein. Hoffnung. Verprass es nicht auf einmal, Lumpensack. Tja, so sieht die Sache aus, Mr. Pewterschmidt. Joe ist verzweifelt und wir haben nicht genug Geld zusammenbekommen. Könnten Sie uns vielleicht irgendwie helfen? Klar könnte ich das. Aber es macht mehr Spaß, es nicht zu tun. In etwa einer Stunde werde ich 20 Riesen rauspissen. Wollen Sie auf die Nix wetten? Ist das nicht mal? Wie oft haben die? Ich meine, oh Mann, findet das niemand witzig? Irgendwas mit Eis kann noch mehr brennen als Feuer? Okay, dann war ich in Europa, Australien, Kanada und so weiter. Aber ihr habt mir echt gefehlt. Ich wollte bei den Menschen sein, die mich wirklich lieben, komme was wolle. Also hier bin ich. Ich glaube, du bist genauso hinterhältig wie Stephen Hawking Skywalker. Brian, was hast du hier drin verloren? Was ist mit meiner Zeitmaschine? Ich weiß nicht, ich habe Meg gerade hier reingehen sehen. Sie machte muhahaha, aber ich weiß nicht. Dann bis später, Mom. Oh, wo gehst du denn hin, Schätzchen? 3 Filme hintereinander angucken, damit wir glauben, du bist unterwegs? Nein, Mom. Ich gehe zu meiner ersten großen Highschool-Halloween-Party. Ach, wie schön. Als was bist du verkleidet? Als Schlampenkatze. Wird bestimmt spät. Nicht warten. Also pass auf, wenn du Lois siehst, dann sag ihr... Apfelkompott. Apfelkompott, ja, ja, ganz, ganz genau. Alles klar. Also, dann gehe ich jetzt mal wieder rüber in mein Zimmer und kotze durch die Stäbe von meinem Gitterbett. Was zum Teufel? Stewie, was treibst du hier oben? Brian, es ist nicht, was du denkst. Ich wollte nur für ein kurzes Fotoshooting hier rauf und es ist total außer Kontrolle geraten. Ihr trinkt Tee? Was heißt außer Kontrolle? Ist dein Hemd verkehrt rum? Bitte, du darfst Rupert nicht erzählen, dass ich hier war. Okay, er würde es nicht verstehen. Er würde sich umbringen, Brian. Er hat schon so viel durchgemacht, das würde er nicht ertragen. Brian! Oh,
hallo. Hi, Sie sind bestimmt Mrs. Griffin. Ich bin Kent. Ich will Mac abholen. Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Sie macht sich gerade fertig. Mac, Kent ist da. Trag nur noch Lippenstift auf. Verdammt. Und das ist Macs Bruder Chris. Oh ja, ich kenne dich aus der Schule. Du sitzt immer bei den Taubstummen. Einer hört noch ein bisschen was. Welche Klasse bist du nochmal? Die Schulberater versuchen, das rauszufinden. Cool, wir sehen uns in der Schule. Tja, Lois, ich bin wirklich froh, dass du keinen Sex mit dem Messias hattest. Ich auch, Peter. Macht eure Geschenke auf, Kinder. Oh, Rupert, du kleiner Schlingel. Ich frage mich, was das ist. Oh, eine Joni Mitchell-CD. Um deine emotionale Entwicklung weiter zu fördern. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Würdest du mich für einen Augenblick entschuldigen? Peter, ich habe weder Mac noch Brian seit gestern Abend gesehen. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Mom, wäre es schlimm, wenn ich beobachtet hätte, wie Mac Brian gestern gefesselt in den Kofferraum geworfen hat und dann weggefahren ist? Was? Chris, wieso hast du denn kein Wort gesagt? Ich hab's verpeilt, tut mir leid. Ich hatte so viel Papierkram um die Ohren in den letzten 4 Tagen. Oh mein Gott, Brian hatte recht. Mac hat wirklich eine Obsession für ihn. Peter, wir müssen sie finden. Hast du schon mal deine Eier raushängen lassen, Bri Baby? Schon mal versucht, Brylein? Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Bri. Gib mir meine Haare wieder. Au, was soll das, Mann? Stewie, so wirst du Olivia nicht überzeugen, dass du erwachsen genug für sie bist. Ach ja, was weißt denn du über Frauen? Du willst wissen, wie man Frauen rumkriegt? Dazu muss man nur einen Ort beobachten. Welchen Weg nehmen wir? Keine Ahnung, fragen wir die Goonies. Nehmt den linken. Danke. Hey, hey, Chunk, komm her. Hey, bevor du gehst, tanz den Wackelpudding-Tanz. Ach nee, muss das sein? Tanz den Wackelpudding-Tanz. Oh. Verzucht bei Kindern ist das Größte. Er ist weg, Leute. Ich hatte ihn fast. Das war meine Chance. Ich hätte nur zugreifen müssen, aber jetzt habe ich ihn für immer verloren. Ihr seid echt wie Rachel und Ross aus Friends. Ist schon gut, Joe. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Du bist ein toller Cop mit einer ausgezeichneten Karriere. Du hast den Kerl gefasst, der all die Filipinas getötet hat. Ja, aber das hier war wichtig. Es war der Typ, der mein Leben zerstört hat. Der eine Täter, den ich unbedingt fassen muss. Wenn ich ihn geschnappt hätte, hätte ich nachts vielleicht wieder schlafen können. Verdammt! Ich sag's euch, Jungs, Sonja ist echt die perfekte Frau. Sie ist einfach genauso pervers und unersättlich wie ich. Wirklich? Sagtest du nicht, sie ist so eine Computerlangweilerin? Ist sie auch. Ihre Vagina hat genug Speicherkapazität für ein Gigabyte. Gott, du hast deinen Beziehungsstatus jetzt schon geändert? Wenn man's weiß, weiß man's. Sei trotzdem vorsichtig. Man sollte keine wichtigen Entscheidungen überstürzen. Aber wir verschwenden kein Menschengeld für ein deformiertes Tier. Was? Was soll ich da bitte machen? Keine Ahnung. Aber das hier kannst du wieder haben. Es ist langweilig. Es kann überhaupt nichts. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Peter! Wow, das ist das verrückteste Essen, seit ich damals bei Tommy Sullivan gegessen habe. Sehr leckere Käse-Macaroni, Mrs. Sullivan. Danke, Chris. Tja, viel Spaß bei deinem Junggesellinnenabschied. Ich mache mich aus dem Staub. Ich möchte nämlich nicht sehen, was ihr verrückten Hühner anstellt, wenn ich weg bin. Und nicht vergessen, in diesem Haus ist unsittliches Verhalten nicht erwünscht. Und falls ihr vielleicht was trinken solltet, die leeren Flaschen kommen unter die Spüle. Na dann, viel Spaß! Also, was müssen wir jetzt machen? Ja, das hier kommt mir nicht so vor wie eine Party. Tja, Jungs, die Grenzpatrouille wird verdammt anstrengend. Deshalb habe ich Michael McDonald mitgebracht, damit er uns hilft. Und wie soll der uns helfen? Er wird alles, was wir sagen, musikalisch begleiten. Und woher weiß er, was wir sagen? Und woher weiß er, was wir sagen? Und macht er das etwa bei allen? Ja, ich habe ihn die ganze Nacht engagiert, weil er nur 2,50 pro Stunde nimmt. Also spart nicht mit Worten. Also spart nicht mit Worten. Jetzt mir voll rein, als wollte ich sie unbedingt kennenlernen. Peter, du musst endlich darüber hinwegkommen. Fertig! Wow, Dad, das war ja voll cool. Kann ich auch einen Red Bull probieren? Oh mein Gott, kannst du einen Red Bull probieren? Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht hättest. Hier hast du ein paar Dosen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, nimm sie. Das würde Woody Woodpecker sagen. Na gut, ich gehe raus und melk die Kuh. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Ich habe den Film White Noise Schreie aus dem Jenseits gesehen und da können die durch das Funkrauschen mit den Toten reden. Vollidiot, es gibt keine Geister. Obwohl, vielleicht doch. Hallo, Geister! Bitte kommen, Geister. Ich bin Peter Griffin. Ich bin euer Freund. Habt keine Angst. Humphrey Bogart? Kurt Cobain? Ist dir klar, wie verzweifelt ich wegen der Sache bin? Ich habe einen Artgenossen umgebracht. Das ist so, als ob du ein Baby töten würdest. Ich habe 7 umgebracht, aber vielleicht fühlst du dich besser, wenn du ein Geständnis ablegst. Vielleicht hast du recht. Du brauchst Hilfe. Und da ich nicht am Psychiater glaube, besorge ich dir ein Kindermädchen. Es würde nicht schaden, etwas Hilfe bei Maggie und Chris zu haben. Und bei Stewie, falls sie ihn finden.
Sind das der Ziegenbock und das Baby aus dem Vermisstenalarm? Es ist ein Toyota, aber ich... Den Wochenendtrip hatte ich vergessen. Ist das was, was wir immer noch tun wollen? Ich gern, wenn du auch willst. Ich will absolut, wollte nur wissen, ob du willst. Natürlich will ich. Ich meine, wir hatten jetzt 6 Abende zusammen. Es wäre schön, noch 3 mehr zu haben. Das sage ich auch, das ist das, was jeder Kerl will. Dieselbe Braut, wieder und 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 wieder. Mac, erinnere dich an meine Worte. Nutze den Ekel. Ich hab noch mehr. Ich auch. Ja, dein Kuss steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Gott, das Abendprogramm ist nur Dreck. Och, wir müssen das nicht gucken. Wir können auch zu Conan auf Kanal 875 umschalten. Was läuft denn sonst noch? Zu Ehren von Sammy haben wir uns auf der Busfahrt alle in die letzte Reihe gesetzt. Lucille Ball hat da hinten an einer kubanischen Zigarre genuckelt. Dabei hatte der Kubaner viel Spaß. Was ist denn das für ein Quatsch? 51 Stunden wach bleiben ist doch gar nichts. Ja, wenn ich ohne Pause nach Australien und zurückfliege, ist das schon länger. Ich schlafe nie. Irgendwas piepst in unserem Schlafzimmer. Bonnie will es nicht suchen und ich finde es nicht. Hey, ich habe eine coole Idee. Machen wir eine Wette. 100 Mäuse darauf, dass ich länger wach bleiben kann als ihr. Ich stehe vor dem Haus des Bürgermeisters, wo dieser entgegen dem Wunsch seiner Anwälte eine spontane Pressekonferenz einberufen hat.
Mordschuldige sind. Was wissen Sie über den Mord? Haben Sie ihn umgebracht? Ich bin bereit, eine Frage von einem Reporter der Grundschulgazette Quahog zu beantworten. Wow, er war's wirklich. Dass Adam West ein bisschen spinnt, wussten wir. Aber dass er wirklich zu sowas fähig ist? Der Bürgermeister kommt in den Knast, das heißt, alles ist erlaubt. Ich hab ne Frau geschubst. Hart, aber fair. Und ich liebe dein Kinn, aber ich muss dich was fragen. Wie ist es, sein ganzes Leben lang einen Hodensack so nah am Mund zu haben? Oder warte mal, ich frag deine Teenie-Tochter. Das finde ich taktlos. Peter erweitert die Vorurteile gegen ihren. Er ist nicht nur fett, besoffen und dämlich, sondern auch noch ein bisschen schwul dazu. Nicht zu viel verlangt. Nein. Ich meine, warum nehmen sich Männer immer das Recht heraus, eine Frau einfach nur zu benutzen? Ich meine, wir haben Gefühle. Wir sind Menschen. Es kommt mir vor, als ob sie alle dasselbe denken. Es geht immer nur um Sex, Sex, Sex. Das Leben hat so viel mehr zu bieten als nur das. Fahren Sie 10 Meter weiter, bitte. Das heißt Bettarrest für dich, junger Mann. Du bleibst hier, bis du dich wieder benimmst. Ich hasse dich. Du machst immer alles kaputt. Gott, das ist eine Familie von Idioten. Ich wünschte, ich wäre niemals geboren worden. Heute nicht, Rupert. Ich bin viel zu aufgewühlt. Oh mein Gott, was ist nur mit diesem See los? Ich möchte fast wetten, dass das da die Ursache ist. Die kippen einfach ihren Müll in den See rein? Das ist doch illegal! In was für einer Welt leben wir bloß, wenn man nicht mal mehr den Ölkonzernen vertrauen kann? Hi, ich bin Professor Comedy! Nein! Buu! Peter, du bist laut, machst deinen Job nicht richtig und hast einen sehr hohen Blutdruck. Du könntest ein Schwarzer sein, wenn dein Ding nicht so verdammt kurz wäre. Woher wissen das alle? Peter bewegt seine Lippen beim Lesen, weil er das Buch verschlingen möchte. Verarscht! Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Peter, was sagst du los, wenn sie fragt, wo du heute Nacht warst? Nur keine Angst, ich hab alles geregelt. Das ist der Wahnsinn. Und Peter hat keine Ahnung. Kommt schon, Kinder. Ist alles in Ordnung? Alles bestens, ich bin's. Ich hab mich als euer Dad verkleidet, um die Lehrer zu verwirren und euch zu holen. Was meinst du? Ich bringe euch hier weg. Der Schuppen ist verseucht mit Ziegengrippe. Ich unterrichte euch zu Hause. Oh, okay. Dad, wo hast du das Auto her? Ausgeliehen von Quagmire. Der ist weg, weil er heute Nacht von Aliens entführt wurde. Danke für deinen Besuch, Stewie. Danke für die Einladung. Ein beeindruckendes Zuhause. Deine Mutter war nett? Ja, ich hab sie nur ein paar Mal im Leben getroffen, aber ja. Das hier ist mein Zimmer. Ist dieses Autobett ein Bentley? Und ist der Typ der Chauffeur? Bereit für die abendliche Fahrt nach Schlummertown, Sir. Hallöchen, Cowboys. Wer hat Lust auf etwas altmodischen Spaß? Wer will mit mir zum Schwimmloch gehen und in einem Loch schwimmen? Das klingt doof. Wessen Loch ist es? Ich bin vielleicht dabei. Grandpa, bekomme ich meine Videospiele wieder? Ich möchte Call of Duty zocken. Oh, ich habe das originale Call of Duty hier. Es heißt Jax. Kommt alle her, Familiensitzung. In diesem Haus gibt es zu viele Blähungen. Also wenn ihr ab jetzt einen fahren lassen müsst, zieht ihr die Hose runter und verwendet dieses Furzloch. Bist du verrückt? Lois, ganz cool, es ist nur ein Trick. Sobald Brian es tut, werde ich auf der anderen Seite sein und ihm das Zäpfchen reinschieben. Nein, absolut nicht. Ich will so auf keinen Fall leben. Glaubst du, Morgan Fairchild hat ein Furzloch in ihrem Haus? Das ist ein edler Laden, Peter. Die haben einen laminierten Highschool-Football-Spielplan an der Wand. Ich geh mal gucken, welcher Hummer es verdient hat zu sterben. Komm her, du Idiot! Peter, was zur Hölle ist Kommando über dich? Auf, ich bin wieder weg Mensch. Von mir! Das ist zu deinem Besten, also hör auf, dich so anzustellen! Wenn du meinen Arsch anfasst, bring ich dich um! Was zum Teufel? Du hast mich gebissen! Verdammt richtig, und ich mache es wieder, wenn du dich nicht von meinem Arsch fernhältst! Papa Brian, der Tierarzt sagte... Gott, die Kinder werden heute immer dicker. Oh, Landon, nein, du könntest dich verschlucken. Hat deine Mami vergessen, deine Trauben zu schneiden? Ich helf dir. Hier ist nirgendwo ein Messer. Oh, das reicht, Landon. Wenn du meine Mutter verführen willst, dann werde ich deine verführen. Das wird leichter für mich, als für ein Murmeltier sein Leben zu ändern. Mom, ich finde meine Jacke nicht. Peter, zieh den Gürtel aus! Die Schnalle riecht nach Säure!
Vor dir liegt das Motiv. Ein Brief des Opfers, das Bürgermeister West bedroht. Willst du noch mehr Beweise? Oder glaubst du, sein Feind hat einen Erpresserbrief gefälscht und sich dann selber umgebracht? Das ist doch idiotisch. Aber so könnte es gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Ich bin sicher, dein Freund Peter begleitet dich gern, um dich moralisch zu unterstützen. Gut, aber nur unter einer Bedingung. Alles, was er sich abschneiden lässt, nehmen wir für Brian mit. Das ist sehr grün von dir, Peter. Was? Vergiss es. Lois, das ergibt doch gar keinen Sinn. Den Satz habe ich im Fernsehen gehört. Egal, viel Spaß im Schlachthof. Ich hab dich noch nie gesehen. Oh, cool. Deine Mom denkt an mich, wenn sie deinen Daddy vögelt. Was? Ich hab noch ganz andere Sachen drauf. Ich hab auch schon deine Tante geküsst. Das ist sehr unanständiges Verpackungsmaterial. Willkommen in deinem Zuhause. Ja, das gefällt mir schon besser. Da bist du ja. Beeil dich, sonst verpassen wir unseren Flug. Lois, ich habe sehr lang darüber nachgedacht und ich werde nicht zurückfliegen. Was? Was meinst du? Ich bleib hier bei François. Verstehe. Ich dachte mir schon, dass du sowas sagen könntest und deshalb habe ich jemanden geholt, der dich vielleicht umstimmen kann. Joe! Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot sind. Die hatten ihr ganzes Leben vor sich. Gut, ich werde es sagen. Was machst du mit dem Baby? Heben wir es für Ersatzteile auf. Du bist keine junge Frau mehr. Höchstwahrscheinlich hat das Baby einen Chromosomendefekt wie die Katzen bei den Para-Animalympics. Hey, soll ich das regeln? Peter, warte im Schlafzimmer. Ich komm gleich. Gut, aber wenn ich vorher pinkeln muss, ist diese Nacht im Arsch. Im Arsch. Können wir jetzt endlich rumknutschen? Wie kommst du darauf, dass ich dich küsse, nach dem, was du gerade gesagt hast? Ich bin noch nie im Leben so enttäuscht worden. Ich will dich nie wiedersehen. Wie konnte ich dich nur für was Besonderes halten? Na warte! Oh nein! Nein zur Abtreibung! Das ist Mord! Was haltet ihr für einen Aufruhr? Sir, wir versuchen alles, um den Mord an Millionen von ungeborenen Babys aufzuhalten. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, sehen Sie diese Videopräsentation an. Ich hab kurz Zeit. Meine Frau lässt gerade abtreiben. Abtreibungswahnsinn! Wie kommen wir zurück zum Flughafen? Es gibt kein Internet, also auch kein GPS und wir können kein Uber nehmen. Ich hab eine verrückte Idee. Nehmen wir ein Taxi. Da drüben ist ein Stand. Tot. 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 Kaum noch am Leben. Zum Flughafen. Hey, Brian, weißt du, was wir tun sollten? Lass uns beide raufgehen und in Megs Bett pinkeln. Das macht immer Spaß. In ihr Bett pinkeln? Ich, das könnte ich nie tun. Dann würde ich im Haus pinkeln und das machen nur böse Hunde. Gute Hunde machen sowas nicht. Warte, was? Was laberst du denn da? Na, wie läuft die Tea Party so? Ist eher eine Anti-Party. Ach, kommt schon. Was ist denn nur passiert, Brian? In Somalia hat's auch ohne Regierung funktioniert. Aber wir haben's mal wieder voll vermasselt. Sieht ganz so aus. Moment mal, ich weiß vielleicht einen Ausweg. Vertraue dir, Peter. Ich weiß nicht, was zurzeit mit uns los ist. Aber das Wichtigste ist, dass wir füreinander bestimmt sind. Ich liebe dich, Peter. Oh, ich liebe dich auch, Lois. Geht das nicht? Wo bleibt dein Blind Date? Sie hat doch auf die Anzeige geantwortet. Oh, oh, oh. Ich hab was gegen diese Meg. Ich mag die Spaß, Meg. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich